Mir das Bild weg, das irritiert mich nur. Der Kinderwunsch, eine Seele einladen. Das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Titel. Der kommt leider nicht von mir. Ich habe ihn nicht erfunden. Und welche Schätze wir in der Naturheilpraxis zur Verfügung haben, um dem Storch auf die Sprünge zu helfen, damit er hier dann ein kleines Paket für uns bereithält. Und natürlich dann eine kleine Familie gründen, also das heißt Paare, die noch alleine sind. Was können wir in der Naturheilpraxis tun, um dann ein drittes kleines Wesen einzuladen? Der Kinderwunsch, also meistens kommen zu mir in die Praxis, weil ich eine Praxis für Frauen und Kinderheilkunde habe, natürlich auch meistens die Frauen. Manche Frauen kommen auch tatsächlich von Anfang an alleine, was ich sehr schade finde, weil nicht nur der Grund für den, ja, Kinderwunsch bei den Frauen liegt, er liegt zu den gleichen Anteilen auch bei den Männern und er liegt auch zu den gleichen Anteilen an einer unbekannten Ursache. Das heißt, es kann oder es wird wie wild gesucht, was ist dafür verantwortlich, dass es mit dem Kinderwunsch nicht klappt und man findet einfach nichts. Also auch in der Naturheilpraxis, ich mache sehr, sehr viel Labor, aber manchmal ist vom Labor her einfach alles tipptopp in Ordnung und man findet es einfach nicht. Und da müssen wir natürlich dann auch nochmal einen Blick nach oben richten. Und vielleicht schauen, was steckt denn hinter dem Kinderwunsch? Also was steckt denn entweder beim Mann noch dahinter, dass es einfach nicht klappen möchte? Oder was steckt bei der Frau eventuell an alten Dingen noch, an alten Blockaden dahinter, dass es nicht zum Kinderwunsch, dass es nicht zum Kind, zur Schwangerschaft kommt? Kinderwunsch ist ja da. Und das Wichtigste, was wir suchen müssen und was wir finden müssen, ist natürlich die Ursache. Hier haben wir jede Menge Ursachen, die hier diese Mauer aufbauen können, sodass der Storch nicht durchkommt. Und es kann alles Mögliche sein. Hier ist auch nur ein Bruchteil aufgeführt von dem, was tatsächlich noch alles sein kann. Es können die Hormone sein. Das heißt, es kann eine hormonelle Dysbalance sowohl bei der Frau als auch beim Mann vorhanden sein. Die Ernährung, wenn man sich natürlich entsprechend ungesund ernährt, viel Fastfood-Produkte zu sich nimmt, viel Zucker zu sich nimmt, kann auch das hemmend auf eine gewünschte Schwangerschaft sich auswirken. Der Stress ist ein ganz, ganz großes Thema. Also wenn wir gestresst sind, dann hat unser Körper auch mit anderen Dingen zu tun, als sich noch um die Fortpflanzung zu kümmern. Das heißt, Stress gucken wir uns nachher auch noch mal genauer an. Dann haben wir das Vaginom, also das heißt die Flora, die Vaginalflora, also wie viele gute Bakterien haben wir in unserer Vaginalflora vertreten, wie viele Bakterien, die da vielleicht nicht so gut hinpassen, die das ganze Milieu auch entsprechend stören. Das kann dann natürlich dazu führen, dass der pH-Wert, auch hier dann gleich mit der Übersäuerung zusammen, dass der pH-Wert unausgeglichen ist und dass die Spermien überhaupt keine Chance haben, hier überhaupt durchzukommen, weil hier gleich ein so schlechtes Milieu herrscht, dass die schon am Eintritt, bevor es überhaupt irgendwas zu erringen gibt, dass die da schon platt gemacht werden. Das heißt, hier haben wir auch ganz tolle Möglichkeiten, wie wir das Ganze untersuchen können und wie wir das Ganze dann auch, also das heißt, dieses Milieu dann dahingehend verbessern können, dass wir, ja, dass die Spermien da eben dann ganz gerne reingehen und sich da dann auch zurechtfinden und nicht gleich sterben. Umweltbelastungen sind natürlich auch heute mehr denn je. Also das heißt, unsere Umwelt wird bei weitem nicht besser und es ist nicht nur die Umweltbelastung, also das heißt, die ganzen Schwermetalle, ja, über die Nahrung einnehmen, sondern es ist natürlich auch der Elektrosmog. Also das heißt, damit umgeben wir uns alle ja permanent. Wir haben alle immer unser Handy in der Tasche. Wir haben alle unseren, ja, sitzen viel am Rechner, jetzt sowieso durch die ganze Homeoffice. Viel mehr noch als vorher, leben eventuell am Flughafen in einer
ja, wo das Kerosin ausgeschüttet wird, oder leben an einer großbefahrenen Straße, wo wir dann auch den Umweltsmog die ganze Zeit haben. Also das heißt, Umweltbelastung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gibt es dann auch viele, viele Stoffe, die zu einer ungewollten Kinderlosigkeit führen können. Allergien gibt es ja heute für und gegen alles. Das heißt, hier haben wir auch die Spermaallergie. Also es gibt tatsächlich Frauen, die allergisch auf das Sperma ihres Partners reagieren. Das gucken wir uns nachher auch genauer an, was es damit auf sich hat und was man da dann auch tun kann. Der Darm, hier haben wir ja auch ein Mikrobiom, genau wie in der Vagina auch. Und bei der Frau liegt der Darm ganz, ganz nah an der Vagina, sodass auch hier eine Wechselwirkung stattfindet und das Mikrobiom im Darm natürlich auch einen Einfluss hat auf das Vaginom, aber auch hier oben auf die Hormone. Also das heißt, der Darm, in der Naturheilpraxis spielt er ja ohnehin immer eine recht wichtige Rolle, hat dann hier im Kinderwunsch auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die es gilt, dann mittels einer Darmsanierung aus dem Weg zu räumen, also alles, was hier nicht gut funktioniert. Dann haben wir beim Mann die Spermienqualität, die entsprechend schlecht sein kann. Also das heißt, entweder zu wenige Spermien oder die Spermien sind nicht schnell genug, oder die Spermien, so wie sie eintreten, sind dann gleich unbeweglich oder sind dann gar nicht mehr da, wenn man dann mal nach einer Stunde guckt, ob da die Spermien in der Form denn überhaupt noch überlebensfähig sind. Nährstoffmängel, ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Also das heißt, sowohl bei Mann als auch bei Frau, dass man erstmal schaut, wie sind denn die beiden Eltern in spe denn überhaupt aufgestellt, was ihre Mineralstoffe anbelangt. Also haben die denn genug Vitamine, um ordentliche Spermien produzieren zu können, um ordentliche Eizellen produzieren zu können? Und bei der Frau natürlich ganz wichtig, hat sie denn genug, um dann nachher sich und ein Kind im Leib zu ernähren und zu versorgen? Also das heißt, Nährstoffmängel kann man dann auch mittels Blutlabor erheben und da dann einfach schauen, ist denn alles da? Ein ganz wichtiger Punkt, wir haben es ja hier gehabt bei den Umweltbelastungen, wir sitzen alle vor unserem Bildschirm und sitzen den ganzen Tag, wir bewegen uns kaum noch, jetzt noch weniger als früher, wenn wir nicht mal mehr auf die Arbeit gehen müssen, sondern von zu Hause aus arbeiten dürfen. Das heißt, unser Becken erfährt keine Durchblutung. Wir sitzen, unser Becken ist kalt, unser Becken wird nicht bewegt. Das verklebt, das gesamte Gewebe verhärtet sich und wir haben keine Wärme mehr im Becken. Und wenn man sich vorstellt, man möchte ja ein schönes, warmes Nest für das Kind dann in seinem Becken bauen und das Becken ist dann eiskalt und wird einfach nicht warm, da möchte sich natürlich dann auch kein Embryo einnisten, wenn es da so kalt und ungemütlich ist. Also das heißt, Durchblutungsstörungen im Becken sind auch ein ganz großes Thema. Und da haben wir in der Naturheilpraxis auch ganz tolle Möglichkeiten, wie wir das Becken ein bisschen erhitzen und erwärmen können. Wie gesagt, das ist nur eine Auswahl an den Ursachen, die möglich sind. Es gibt noch weitaus mehr Ursachen. Das kann man dann eben mittels Labor oder auch mittels der Anamnese dann herausarbeiten, ergibt sich meistens nicht in der ersten Sitzung schon, sondern es braucht dann natürlich auch eine Vertrauensbasis in der Praxis mit den Patienten. Und es kann dann auch sein, dass es erst nach mehreren Sitzungen zutage kommt, was dann eigentlich tatsächlich hinter dem Kinderwunsch und dem unerfüllten Kinderwunsch steckt. So, wir gucken uns auch jetzt nicht alle an, dazu reicht die Zeit nicht. Wir schauen uns aber das ein oder andere Thema an. Und fangen jetzt mal mit den Hormonen an. Die Hormone, ganz, ganz wichtig, wenn wir ein Kind wollen, wissen wir ja, bei der Frau sorgt es für den Eisprung. Das heißt, das Ei reift heran, das Ei springt, das Ei wird dann befruchtet im oberen Drittel des Eileiters. Und hierfür braucht es dann natürlich entsprechend weibliche Sexualhormone. Und der Mann braucht seine männlichen Sexualhormone für die Spermienbildung, dass da alles gut funktioniert. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel einer Frau mitgebracht, bei der wir in die Praxis kamen und eben auch schon über ein Jahr versucht hat, schwanger zu werden.
Und ich messe die Sexualhormone ganz gerne im Speichel. Das heißt, die Frauen bekommen dann so ein kleines Röhrchen mit, dass sie zu Hause reinspucken dürfen. Also sie geben dann den Speichel in dieses Behältnis vom Labor an einem bestimmten Tag. Das muss an einem, in der Mitte der zweiten Zyklushälfte sein. Also das heißt so 6 bis 9 Tage vor der erwarteten Menstruation, weil wir da den höchsten Peak des Progesterons haben, um dann einfach zu sehen, wie hoch steigt dann das Progesteron oder haben wir hier eventuell einen Progesteronmangel und eine Gelbkörperschwäche? Haben wir eventuell zu hohes Östrogen, also das heißt das Estradiol aus der Gruppe der Östrogene, das dann hier eventuell zu hoch ist. Bei der Patientin hat sich jetzt folgendes Bild ergeben, also sie hat 6 bis 9 Tage vor der Menstruation in dieses Röhrchen gespuckt und steht also noch in ihrer vollen Blüte, das heißt, ist menstruierend, was dann hier diese Werte der Lutealphase ergeben sollte. Also das Soll liegt zwischen 150 und 350. Also auch hier ist eine relativ hohe Spanne zwischen den beiden Werten. Und die Patientin hat es gerade mal auf 37,1 geschafft. Also das heißt, selbst Frauen in der Menopause, in den Wechseljahren, haben als Mindestwert 40. Also die Frau in den 20ern hat dann einen Progesteronwert wie eine Frau im Klimakterium. Da ist es natürlich dann mit so einem Progesteronwert schon mal nicht ganz so einfach, schwanger zu werden. Das Estradiol sollte in der Lutealphase 2,0 bis 8,0 betragen. Und hier hat sie es auf 2,6 geschafft. Das heißt, sie ist hier noch in der Norm, aber auch hier im unteren Bereich. Also hier ist auch nicht allzu viel Estradiol. Es ist von allen beiden relativ wenig da. Aber vom Progesteron natürlich noch viel weniger. Ganz wichtig ist jetzt hier auch die Ratio. Also wie sieht es aus, das Verhältnis vom Progesteron zum Östrogen? Das sollte in der Lutealphase, Luteal heißt zweite Zyklushälfte, sollte es 60 bis 100 zu 1 sein. Und da kommt sie gerade mal auf 14 zu 1. Also das heißt, sie hat hier eine ordentliche Östrogendominanz. Das heißt, im Verhältnis zum Progesteron ist das Östrogen zu hoch, auch wenn sie, wie wir hier gesehen haben, überhaupt nicht ein zu hohes Östrogen hat. Aber die Verhältnismäßigkeit stimmt ja einfach nicht zwischen den beiden. Und dann spricht man eben von einer relativen Östrogendominanz. Und mit 14 zu 1 ist sie da ganz, ganz, ganz massiv unten. Die Schulmediziner, Cornelia, messen diese Werte in der Regel nicht. Also die Schulmediziner messen Hormone, die Gynäkologen messen die Hormone übers Blut meistens. Ich denke mal, es gibt den einen oder anderen Schulmediziner, der auch Speichelproben macht, aber das sind meistens keine Kassenärzte mehr. Also die haben sich von den gesetzlichen Krankenkassen gelöst. Also ich kenne keinen, der Speichel macht. Ich weiß es von, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Dr. Simone Koch, die auch viele, viele Vorträge hält. Könnt ihr auch mal gucken, die hält ganz viele oder hat auf YouTube auch ganz viel hochgeladen. Das ist eine Schulmedizinerin, eine Gynäkologin, die aber nur noch privat behandelt, ja, weil sie eben da auch nicht weiterkommt. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, macht sie sowohl Blut als auch Speichel. Der Vorteil vom Speichel ist, dass wir hier nur die freien Hormone messen. Also das heißt, den Chat mache ich mir mal hier nebendran. Bitte. jetzt hängt es mir im Bild. Das war auch nichts. Im Speichel haben wir nur die freien Hormone. Also das heißt, im Blut werden die freien und die gebundenen Hormone gemessen. Gebunden heißt, sie sind an Eiweiße, also zum Beispiel das SHBG, das steroidhormonbindende Globulin, gebunden. Und solange sie an dieses Globulin gebunden sind, können sie nicht aktiv tätig sein. Und im Speichel ist ja nichts anderes als gefiltertes Blut, im Speichel haben wir dann eben die ungebundenen Hormone und hier sehen wir dann nur die freien, also die dann wirklich aktiv tätig werden können, die haben wir dann eben hier im Speichel messbar. Zweites Problem ist,
Wir haben ja vorhin gesagt, wir brauchen 6 bis 9 Tage vor Menstruation. Beim Speichel ist es ganz toll, den legen wir, wir spucken. Wenn wir einen regelmäßigen Zyklus haben, ist es auch nicht so schwer. Da können wir dann in unserer App oder in unserem Kalender gucken, wann sind wir denn 6 bis 9 Tage vorher dran. Spucken dann, aber weil natürlich immer mal was passieren kann, die Menstruation mal ein paar Tage später kommt oder ein paar Tage früher kommt, können wir hier den Speichel in den Kühlschrank legen, warten ab, bis wir die Menstruation bekommen und können ihn dann verschicken und sind dann auch sicher, dass wir das richtige Datum erwischt haben und da dann auch einen aussagekräftigen Wert haben. Wenn wir beim Frauenarzt sind und wir messen dann oder lassen dann unser Blut messen, haben wir natürlich immer die Gefahr, dass es eben, dass die Menstruation noch zu einem anderen Tag dann kommen kann. Viele Frauenärzte messen auch eben nicht an diesem bestimmten Tag. Ich kann euch nachher nochmal zeigen auf einer Folie, warum wir genau den Tag brauchen oder diese Spanne brauchen. Und dann haben wir auch beim Blut nicht die pulsatile Ausschüttung mit berücksichtigt. Also die Hormone werden ja pulsatil ausgeschüttet. Und wenn wir hier den Speichel entnehmen, dann entnehmen wir 5 Proben am Morgen. Morgens haben wir ja über den Hypothalamus die höchste Ausschüttungsquote. Und wir nehmen jede halbe Stunde, wird dann in so ein Röhrchen gespuckt. Und beim Blut wird ja nur einmal Blut abgenommen. Und ja, da wird dann eben diese Pulsatilität nicht mit berücksichtigt. Also ich mag den Speichel ganz gerne bei Frauen, die Hormone nehmen, die entweder eine Hormonspirale haben, das kommt ja im Kinderwunsch jetzt eher nicht vor, oder die Pille nehmen, da mache ich dann auch Blut, weil wir da über den Speichel dann exorbitant hohe Werte haben und das dann auch oder zu niedrige Werte haben, weil es geblockt wird, je nachdem, welche Präparate genommen werden. Und hier ist es dann einfach nicht mehr aussagekräftig. Also da kann man dann auch Blut nehmen. Aber beim Blut sollte man eben immer diese Globuline mitbestimmen lassen, diese Eiweiße, die die Hormone transportieren. Zurück zu unserem Fall, zu unserer Patientin in den 20ern, die also hier eine relative Östrogendominanz gezeigt hat und ein viel zu niedriges Progesteron. Und jetzt hat sie zu allem Übel hier auch noch einen Testosteronwert, der bei Frauen maximal bis 49 sein sollte und sie hier mit 122,1 ganz, ganz schön übers Ziel hinausschießt. Also das heißt, das ist eine Frau, bei der die Nebennierenrinde, die ja bei den Frauen das Testosteron produziert, viel zu viel arbeitet, viel zu viel Testosteron produziert und die Frau mit so einem Testosteronspiegel natürlich dann auch Schwierigkeiten haben kann, schwanger zu werden. Bei so einem hohen Wert sollte man natürlich auch dahinter schauen und fragen, ja, muss die Frau vielleicht zu Hause oder im Job immer ihren Mann stehen? Also darf die ihre Weiblichkeit vielleicht nicht in der Form leben? Oder will sie sie auch gar nicht leben? Hat vielleicht auch einen sehr anspruchsvollen Job mit einer Führungsposition und muss dann da einfach eine Männerrolle einnehmen, die dann hier auch für ein zu hohes Testosteron sorgen kann. Also das haben wir wirklich häufig bei Frauen, die in der Partnerschaft die Hosen anhaben und die auch die Familie vielleicht hauptsächlich ernähren und einen Job haben, der eher in einer Männerdomäne verankert ist. Aber hier können wir natürlich auch wunderbar naturheilkundlich rangehen und schauen, dass die Frauen dann ihre Weiblichkeit wieder mehr entdecken und mehr leben können. Bei den Frauen, also die eben diese hohe Testosteronwerte haben und die dann auch eher die Männlichkeit leben, da ist dann natürlich auch immer die Frage, wollen sie denn tatsächlich Kinder haben? Möchten sie nur ein Kind haben, weil der Mann ein Kind haben möchte oder weil man eben einfach in einem bestimmten Alter ein Kind haben sollte, bevor es zu spät ist? Also das heißt, ist denn da überhaupt Zeit für ein Kind, wenn man jetzt eine wichtige Führungsposition hat, die Katze kurz rauslassen, eine wichtige Führungsposition hat? Entschuldigung. Also wenn die eine wichtige Führungsposition haben, ist denn da überhaupt Zeit dann noch für ein Kind? Oder ist es einfach der Wunsch von außen,
dem man da jetzt nachgeben möchte. Hier jetzt dieses Zyklusbildchen, das auf den ersten Blick ziemlich verwirrend erscheint. Also wir sehen hier einen Zyklus. Hier ist Zyklustag 1, also hier hat jetzt gerade die Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut, es kommt zur Menstruationsblutung. Und hier sehen wir, ist das Progesteron hier unten sowieso ganz niedrig. Also hier haben wir physiologischerweise schon so gut wie gar kein Progesteron. Das Östrogen hingegen ist hier dominant, steigt an zum Eisprung hin, sinkt dann nach dem Eisprung massiv ab. Und nach dem Eisprung haben wir ja hier den Gelbkörper, also das heißt, das Ei springt, kann dann befruchtet werden. Und was hier zurückbleibt, dieser Mantel, diese Umhüllung, ist der Gelbkörper. Und dieser Gelbkörper produziert dann nachher das Progesteron. Und hier haben wir jetzt diesen Peak des Progesterons, den wir dann nachher in unserer Speichelmessung erfassen möchten. Wir möchten sehen, wie stark ist denn hier dieser Gelbkörper, wie viel Hormon kann der denn ausschütten und wie hoch schafft er es denn, im Verhältnis zum Östrogen, zu der roten Kurve hier, hochzugehen. Und da sehen wir dann auch, dass diese Differenz hier ganz wichtig ist. Ja, auch beim Mann ist das Missverhältnis zwischen Testosteron, Estradiol und Progesteron sehr wichtig. Also Männer haben jetzt nicht diesen Zyklus hier in der Form. Aber auch beim Mann kann dann ein Hormontest stattfinden, der dann eben andere Referenzwerte hat. Aber letztendlich haben wir, egal ob Männlein oder Weiblein, alle die gleichen Hormone, eben nur in einer unterschiedlichen Dosierung. Und das heißt, es kann dann auch beim Mann gemessen werden, wie ist das Verhältnis von Progesteron zu Testosteron oder Testosteron zu Estradiol. Also auch das genau kann gemacht werden. Und hier haben wir dann eben bei der Frau diesen Peak. Und wenn es wieder zur Menstruation geht, hier an Tag 28, es kam nicht zu einer Befruchtung, dann fällt hier alles wieder runter und der Zyklus geht aufs Neue los. Und hier haben wir, hurra, eine Befruchtung, die stattgefunden hat. Und hier seht ihr dann, das Progesteron steigt ganz hoch an in der Schwangerschaft. Das Östrogen steigt in der Schwangerschaft an und dann kommt noch dieses HCG, das Schwangerschaftshormon, hinzu. Also da ist die hormonelle Lage dann eben auch ganz, ganz wichtig bei Mann und bei Frau. Weiter. Und jetzt gucken wir mal, wofür das Progesteron denn überhaupt gut ist. Wofür brauchen wir das denn? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann sehen wir hier, das Östrogen baut jetzt erstmal die Schleimhaut hier unten auf, die Gebärmutterschleimhaut. Also es war ja nach der Menstruation, war ja nichts mehr da, ist ja alles abgeblutet gewesen. Hier steigt jetzt durch das Östrogen in der ersten Zyklushälfte wieder die Gebärmutterschleimhaut wächst an. Und das Progesteron sorgt jetzt dafür, dass die oben bleibt. Also das heißt, wenn jetzt hier das befruchtete Ei in der Gebärmutter ankommt, hat es hier ein wunderschönes, weiches Bettchen, wo es sich dann niederlegen und einnisten kann. Und hier seht ihr dann, das Progesteron sorgt dann dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut noch mehr aufgebaut wird, damit das Ei hier gut geborgen dann verweilen kann und für 9 Monate da dann leben kann. Und das ist natürlich auch die ganz wichtige Aufgabe des Progesterons, also das heißt die Vorbereitung auf die Schwangerschaft. Und es schafft die Voraussetzung für die Empfängnis und für die Einnistung des befruchteten Eis. Haben wir ja gerade gesehen, damit die Gebärmutterschleimhaut hier schön vorbereitet wird. Ebenfalls für die Schwangerschaftserhaltung, ganz, ganz wichtig, also das heißt, damit das Ei auch hier drin bleibt, also damit die Gebärmutterschleimhaut hier ordentlich aufgebaut ist und hier nicht dann zu wenig Gebärmutterschleimhaut vorhanden ist, sodass das Ei sich nicht gut einnisten kann. Das sorgt auch für einen guten Zervixschleim, den haben wir ja, damit die Spermien überhaupt durchkommen. Außerdem sorgt es für die Stabilität der Knochen von Mann und Frau, verlängert die Lebensdauer von den Hautzellen, also das heißt, es wirkt gegen Faltenbildung und Zellulite, ist unser Wohlfühlhormon,
sorgt für gute Stimmung, ist schlaffördernd und hat oder sorgt auch für eine optimale Immunreaktion. Also eigentlich ein ganz, ganz tolles Hormon, von dem wir alle ausreichend haben sollten. Und wenn wir hier eines der Dinge eben bei uns fehlend haben, dann kann das ganz, ganz häufig auch ein Progesteronmangel sein. Und was kann denn jetzt bei unserer Patientin, die wir gerade gesehen haben, dazu geführt haben, dass sie einen so miserablen Progesteronwert hatte? Zum einen kann es sein, dass sie vielleicht gar keinen Eisprung gehabt hat. Also das heißt, dass hier schon gar kein Ei gesprungen ist. Weil wenn kein Ei gesprungen ist, dann haben wir keinen Gelbkörper. Und der Gelbkörper ist ja derjenige, der das Progesteron produziert. Das heißt, wenn hier kein Eisprung stattgefunden hat, dann haben wir auch kein Gelbkörperhormon. Und wir haben bei dem ausbleibenden Eisprung trotz allem normale oder auch sogar erhöhte Östrogenspiegel. Also das heißt, hier ist es dann nicht so einfach zurückzuführen, dass es tatsächlich keinen Eisprung gegeben hat, der dann eben keinen Gelbkörper produziert hat und der Gelbkörper wiederum kein Progesteron produzieren kann. Manchmal hat man auch eine Gelbkörperschwäche. Also das heißt, da hat ein Eisprung stattgefunden. Es wurde auch, also es ist der Gelbkörper dann auch zurückgeblieben, aber der Gelbkörper produziert nicht genug Progesteron. Also das heißt, er ist einfach zu schwach auf der Brust, um jetzt das entsprechend hohe, die hohe Menge an Progesteron dann zu produzieren. Und wie wir bei der Patientin eben gesehen haben, sie hatte einen absoluten Progesteronmangel, sie hatte keinen relativen Progesteronmangel. Aber manchmal hat man eben auch zu hohes Östrogen. Das Progesteron ist aber noch in der Norm. Also das heißt, hier haben wir dann keinen absoluten Progesteronmangel, sondern da sprechen wir dann vom relativen Progesteronmangel. Also das heißt einfach wieder die Verhältnismäßigkeit zum Östrogen ist hier dann nicht gegeben. Und das gilt es natürlich jetzt auszufangen. Also erstmal rauszufinden, was war es, warum produziert der Gelbkörper jetzt nicht genügend Progesteron und wie können wir zum einen jetzt den Eisprung hinbekommen oder wie können wir es hinbekommen, dass der Eisprung stattgefunden hat, eventuell sogar eine Befruchtung stattgefunden hat, aber dann nicht genug Progesteron vorhanden war, um die Schwangerschaft auch zu erhalten. Manche Frauen merken gar nicht, dass sie schwanger geworden sind, weil vielleicht kriegen sie ihre Menstruation da ein bisschen zu spät oder haben eine sehr, sehr starke Menstruationsblutung, dass vielleicht da dann eben das befruchtete Ei wieder mit ausgestoßen wird. Oder andere Frauen haben dann eben eine Fehlgeburt in der 5., 6. oder 7. Schwangerschaftswoche, also noch sehr, sehr früh in der Schwangerschaft, weil eben einfach dieses Ei sich nicht richtig einnisten konnte oder die Schwangerschaft nicht erhalten werden konnte. Also Frauen, die häufig eine Fehlgeburt haben, diese Fehlgeburtsneigung ganz am Anfang in der Frühschwangerschaft, sollten auf jeden Fall mal ihren Progesteronspiegel messen lassen, um hier eben den Progesteronmangel auszuschließen. Wie merke ich jetzt, wenn ich nicht schwanger bin und keine Fehlgeburt hatte, dass eventuell mein Progesteron nicht stimmt? Ganz, ganz häufig kommt es zu dem prämenstruellen Syndrom. Also das heißt, man ist entreizbar, nicht reizbar. Also man ist extrem reizbar, man hat Heißhungerattacken, Stimmungsschwankungen. Männer sind dann manchmal schon auf Hab 8, wenn die Frauen wieder kurz vor der Menstruation stehen. Und manche Frauen sind auch ganz nah am Wasser gebaut und weinen dann ganz viel kurz vor der Menstruation oder sind sehr empfindlich auch. Und können Dinge nicht mehr so gut ertragen, wie sie sie sonst vielleicht ertragen. Manchmal tun auch die Brüste weh, also die Brüste spannen und sind ganz empfindlich. Oder es kann zu Schmierblutungen kommen oder so einen blutigen Ausfluss, dieser bräunliche Ausfluss dann vor der Menstruation. Es kann zu Menstruationsstörungen kommen, also dass die Menstruation unregelmäßig kommt, dass der Zyklus nicht immer 28 Tage oder immer 25 Tage oder immer 32 Tage, was ja alles noch in einer Norm liegen würde. Aber da kommt er mal nach 2 Wochen, dann kommt es mal nach 6 Wochen, dann kommt es mal nach 3 Monaten. Also dass einfach
eine ganz, ja, dass einfach kein Zyklus vorhanden ist. Frauen mit Progesteronmangel neigen auch zu Ödemen, also Wassereinlagerungen. Das sind dann die Frauen, die manchmal von einem Tag auf den nächsten 2 oder 3 Kilos zunehmen, obwohl sie jetzt gar nichts anderes gegessen haben, oder auch 2 oder 3 Kilo abnehmen. Das ist natürlich der schönere Weg. Aber dass dann hauptsächlich eben Wassereinlagerungen sind, die ja, für diese Gewichtszu- oder Abnahme zuständig sind. Dann kann es zu Schlafstörungen kommen. Also Progesteron ist ja, haben wir gerade gesehen, auch schlaffördernd. Das heißt, sowohl die Einschlaf- als auch die Durchschlafstörungen können an einem Progesteronmangel liegen. Dann sind die Frauen auch häufig nervöser und haben diese innere Unruhe, dieses Bedürfnis, permanent an den Fingern zu nesteln oder immer die Beine zu bewegen. Also einfach dieses innere Unruhegefühl. Haben auch keine Lust mehr auf Sex, was natürlich im Kinderwunsch ziemlich blöd ist. Und es kann dann eben zur Sterilität, zur Unfruchtbar kommen, weil ja, sich das Ei nicht entsprechend einnisten kann. Unsere Natur bietet sehr, sehr vieles, was wir bei einem Progesteronmangel tun können. Wir haben zum einen den Frauenmantel, der wächst ja hier in fast jedem Garten, die Alchemilla vulgaris, ein ganz, ganz tolles Mittel, das man regulierend für alle hormonellen Dysbalancen bei der Frau nehmen kann. Es gibt die Jamswurzel, da gibt es unterschiedliche Präparate. Es gibt Jamswurzelcremes, die man nehmen kann, also mit denen man sich dann eincremen kann, sodass der Wirkstoff dann transdermal in den Körper gelangt. Es kann als Tablettenform genommen werden, es kann als Tee getrunken werden. Also da gibt es die unterschiedlichsten Wirkweisen. Da könnt ihr euch einfach mal in der Apotheke mal durchschauen. Ich darf hier keine Präparate nennen, weil es ja hier nicht nur für Fachkreise ist, sondern ja nachher auch auf YouTube veröffentlicht wird. Deswegen kann ich jetzt hier nur die Pflanzen sagen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Medikamente, also phytotherapeutische Medikamente, wo diese Inhaltsstoffe enthalten sind. Und wenn ihr das dann einfach mal eingebt, dann kommt ihr auch auf diese Präparate. Der Mönchspfeffer, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich in der Kinderwunschbehandlung, Vitex agnus castus, der seinerzeit den Mönchen, daher hat er seinen Namen oder die Mönche den genommen haben, weil Mönchspfeffer keusch wie ein Lamm macht. Also das heißt, eine zu hohe Dosierung von Mönchspfeffer auch im Kinderwunsch wieder kontraindiziert, weil man dann keine große Lust auf Sex hat, aber in einer geringeren Dosierung kann er dann durchaus auch das Progesteron steigen lassen, also dass es dann eben auf einem anderen Weg dazu führt, diesen Progesteronmangel zu beheben. Es gibt auch Apotheken, also hier in Deutschland ist Progesteron in einer höheren Dosierung nicht frei verkäuflich, das heißt, es muss dann vom Arzt verordnet werden. Wir Heilpraktiker dürfen es nicht verordnen. Im europäischen Ausland bekommt man Progesteron überall, also egal ob Schweiz, Österreich, Frankreich oder Spanien, da gibt es Progesteron auch höher dosiert. Das hat man in Europa noch nicht vereinheitlicht. Aber wir haben die Möglichkeit, ein homöopathisches Progesteron zu kaufen. Es gibt unterschiedliche Apotheken, die das anbieten, die das dann selber hergestellt haben. Und mit diesem Progesteron kann man dann auch in erster Linie mal stimulieren, also in ganz geringen Mengen auch substituieren. Also das ist in der D4-Potenz, das Progesteron. Und man kann das dann auch cremen oder es gibt es auch als Globuli, also unterschiedlich, wobei die Creme auch hier über den transdermalen Weg sehr viel schneller auch Wirkung erzielt. Aber die sind eben auch frei verkäuflich und die kann man dann auch bei einem Progesteronmangel einsetzen. Die Margret Madajski hat viele Bücher geschrieben, also ist eine Heilpraktikerin aus München, hat ihre Praxis in München und hat ganz tolle Phytotherapiebücher auch, also Frauenkräuterbücher geschrieben. Und die hat hier einen Nestreinigungstee, eine Rezeptur benannt, wo unterschiedliche Kräuter drin sind, die dann auch erstmal das Nest für
das Kind reinigen und vorbereiten sollen. Und wenn man gerne Kräutertees trinkt, dann kann man durchaus mal die Rezepturen von der Margret Madaisky sich anschauen und da sich dann auch mal durchprobieren. Ich würde einen kleinen Schluck trinken. Und was kann ich noch tun? Also gerade wenn ich einen Progesteronmangel oder diese Östrogendominanz habe, kann ich natürlich oder muss ich natürlich darauf achten, dass ich keine Tiere aus Massentierhaltung verzehre. Also das heißt Tiere, die mit Hormonen vollgestopft werden, damit sie schneller wachsen und schneller geschlachtet werden können. Sondern wenn ich Fleisch esse, dann ausschließlich aus Biohaltung, aus artgerechter Haltung. Auch bei den Milchprodukten, also bei allen tierischen Produkten, egal ob Eier oder Milchprodukte, darauf achten, dass es wirklich Bioqualität hat, damit eben keine Hormone hier über die Ernährung in den Körper Einlass finden. Die Kosmetik, man glaubt es nicht, was auch Babykosmetika an Hormonen-Intus hat. Es gibt eine kostenlose App, die man sich auf sein Smartphone laden kann. Die App heißt ToxFox. Und mit dieser App könnt ihr dann mal, da ist dieser Barcode-Scanner drin, damit könnt ihr dann mal durch euer Badezimmer laufen und mal alles einscannen, was da steht. Und es ist völlig Wurst, ob das die Wimperntusche ist, ob das der Lippenstift ist, die Creme, das Shampoo, das Deodorant. Also alles, was mit unserem Körper in Kontakt kommt, kann transdermal Einlass erhalten in unseren Körper. Wir haben es ja gesehen bei den Hormoncremes, die ja dann auch transdermal, also über die Haut, wirken. Und hier haben wir dann eben auch den negativen Effekt, dass natürlich auch Kosmetik, ob es unser Duschgel ist, mit dem wir uns täglich einseifen, ob da eventuell Hormone enthalten sind, die dann über die Haut eben in den Körper gelangen und da dann auch eine negative Wirkung verursachen können. Also das heißt dann auch da zu einer Östrogendominanz und einem Progesteronmangel führen können. Eine Darmsanierung ist immer angesagt, also das heißt, wenn egal, ob wir jetzt Probleme mit den Hormonen haben oder ob wir erstmal den Körper reinigen wollen, damit das Nest eben schön vorbereitet ist, in dem Fall sind jetzt Darmenzyme ganz wichtig, die auch wiederum beim Abbau der Hormone, die eventuell zu viel angefallen sind, das Östrogen jetzt im meisten Fall, dass das dann wieder entsprechend abgebaut werden kann. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass wir gutes Wasser trinken. Also das heißt in erster Linie mal kein Leitungswasser, aber auch keinen billigen Sprudel für 35 Cent die Flasche. Da haben wir ja nichts anderes als Leitungswasser. Wir haben, also unser Wasser heißt es ja, ist das bestüberprüfte überhaupt, aber wir haben trotz allem Substanzen im Wasser enthalten, die in den Klärwerken nicht herausgefiltert werden können. Und dazu zählen unter anderem auch die Hormone. Also das heißt, wir trinken und ja, solange wir die Mädchen haben, die die Pille nehmen, solange wir Frauen haben, in der Menopause die Hormone zu sich nehmen, solange wir Männer haben, Bodybuilder haben, die sich Testosteron spritzen, solange gelangt einfach dieser ganze Hormoncocktail in unser Leitungswasser, also erstmal in unser Klärwasser. Und gelangt dann eben, weil es nicht entsprechend rausgefiltert werden kann, in unser Leitungswasser. Und wir trinken dann, wenn wir denken, wir haben hier ein gutes Wasser, das gut geprüft ist, sind trotz allem, können sehr, sehr viele Hormone drin enthalten sein. Und deswegen bietet es sich dann an, dass man sich einen guten Filter zu Hause anschafft und sein Wasser dann eben auch entsprechend gut filtert. Ich habe mir jetzt Destillierer gekauft. Also das heißt, ich trinke destilliertes Wasser gerade, war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, weil es durchaus auch ein bisschen anders schmeckt. Aber es ist Wahnsinn, was man dann in diesem Gerät alles entdeckt, was sich da alles absetzt. Oder was man dann, wenn man einen Filter hat, was man dann sieht, was sich in dem Filter absetzt. Also dass da, ja, glaubt man nicht mehr dran, dass wir das bestgeprüfte Wasser haben. Wenn ihr natürlich eine Quelle habt, an die ihr rankommt, also im Allgäu sind ja noch viele Quellen, die dann auch die Haushalte dort versorgen, das ist dann natürlich wieder was anderes. Aber wenn man dann sieht, ja, eben unser Wasser, das durch die Klärwerke geht, durch die alten Rohre geht,
Da habe ich nicht mehr das Vertrauen, dass das auch wirklich unserem Körper gut tut und zuträglich ist. Ein weiterer Punkt sind die Xenoöstrogene im Plastik, vor allen Dingen im Weichplastik. In diesen, kennt ihr bestimmt, diese Plastikflaschen, die man im Supermarkt kaufen kann, die, wenn man die, so wie man die dann leer getrunken hat, werden die ganz weich und fällt einem schier aus der Hand, weil das Plastik eben so weich ist. Da solltet ihr komplett drauf verzichten. Also diese Plastikflaschen nach Möglichkeit nicht benutzen. Wenn, dann BPP-freie Plastikflaschen, also die dann einfach härter sind, wo keine Rückstände dann ins Wasser gelangen. Aber am allerbesten ist immer noch, ihr benutzt Glasflaschen. Ist natürlich immer schwer, wenn man viel unterwegs ist, dann ist eine Plastikflasche oder so eine Hartplastikflasche dann natürlich immer besser, wie wenn man eine Glasflasche mit sich rumtragen muss, wo man dann auch immer noch Gefahr läuft, die geht kaputt. Aber für den Östrogen oder für den Hormonhaushalt ist es auf jeden Fall sinnvoller, wenn man eine entsprechende gute Flasche mit sich hat oder auch dann Silikonbackformen, Backmatten aus Silikon. Puh. Da müsstest du dich mal, Katrin, da müsstest du dich mal schlau machen. Also ich würde sie nicht benutzen wollen, diese Silikonsachen. Aber ich weiß es nicht, wie es da mit den Xenoöstrogenen drin ist. Da müsstest du mal recherchieren. Auch die Tupperwaren sind natürlich, bitte. Tupperware oder diese Plastikschüsselchen, die ja in jedem Haushalt auch vorhanden sind, da sollte man auch nach Möglichkeiten drauf verzichten. Vor allen Dingen, ihr kennt es vielleicht, ihr habt irgendwo eine alte Tupperschüssel, in die ihr eure Tomatensauce dann einfriert und diese Tupperschüssel bleibt dann, nachdem ihr die Tomatensauce rausgekippt habt, immer noch rötlich verfärbt. Also die geht nicht mehr in ihren Ursprungsweißzustand zurück. Das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass das Plastik schon aufgeraut ist. Also das heißt, dass da dann eben auch Plastikanteile in die Tomatensauce übergegangen sind und entsprechend dann Xenoöstrogene wirksam werden können. Also da mit Plastik einfach vorsichtig sein. Da kann man ja auch Gläser benutzen, um einzufrieren oder fürs Feschbrot dann so eine schöne Chrom-Brotform kaufen. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten mittlerweile noch und nöcher oder Bambus gibt es mittlerweile auch. Also da einfach gucken, dass man nach Möglichkeit das Plastik vermeidet. Kein Soja. Soja kann östrogenisierend wirken. Also es ist kein Östrogen, aber ein Soja-Joghurt oder Sojamilch sollte man, also wenn man vegan lebt, nach Möglichkeit vermeiden, weil eben auch hier eine Störung in der Hormonbildung dann auftreten kann. Beim Mann kann es zu Erektionsstörungen kommen. Es kann sich eben auch auf die Fortpflanzung und auf die Libido auswirken. Es kann sich auch negativ auf die Schilddrüse auswirken. Und hier sollte man auch bei Kindern vor allen Dingen schon darauf achten, dass man Kindern keine Sojaprodukte gibt. Nein, Bio-Tofu nicht. Hier haben wir nämlich die unfermentierten Sojaprodukte. Tofu ist ja fermentiertes Soja. Das heißt, das wiederum geht. Also Bio, man sollte sowieso bei Sojaprodukten immer auf Bio-Qualität achten. Aber Tofu geht. Aber hier die unfermentierten Sojaprodukte, wie die Milch oder der Joghurt, darauf sollte man verzichten, wenn eben ein Progesteronmangel bzw. eine Östrogendominanz vorhanden ist. Eine weitere wichtige Ursache hier der Stress. Der Stress führte also bei mir jetzt hier in meiner Präsentation auch mit in die Hormone hinein, nämlich ich messe das den Stress anhand der Nebennierenerschöpfung. Manchmal ist es auch ein zu viel an Nebennierenhormonen, meistens aber ist es eine Erschöpfung. Die Nebennieren als unsere größte Stressdrüse, die sowohl Adrenalin als auch Noradrenalin in ihr Mark produziert und in der Nebennierenrinde dann eben das Cortisol produziert. Und das Cortisol wird morgens, hier sieht man es,
wird morgens so um 4, kurz vor 5, steigt das massiv an, hat dann seinen Höhepunkt, also morgens eine Stunde nach dem Aufstehen, Aufwachen circa, und fällt dann langsam über den Tag hinweg ab, sodass wir hier abends zwischen 9 und 11 unsere Bettschwere haben und dann auch nach getaner Arbeit müde zu Bett fallen können. So sollte eine normale Tätigkeit der Nebennierenrinde ausschauen. Das können wir jetzt auch wieder mit dem Speichel messen lassen. Also das heißt, wie schaut denn unser Cortisol im Tagesverlauf aus? Also wie sieht es denn circa eine Stunde nach dem Aufwachen aus? Hier sehen wir, der arme Kerl kommt hier gerade mal auf ein bisschen was über 4. Hier sollte es über 12 liegen. Also das heißt, der ist morgens schon nicht ziemlich fit und den ganzen Tag dümpelt der dann hier unten rum und abends ist er dann auch genauso müde wie der andere mit einem normalen Tagesprofil. Und wenn unsere Nebenniere, wenn wir viel Stress in unserem Leben hatten oder wenn wir akut gerade Stress haben, und viele Kinderwunschpaare haben Stress, weil sie eben schon seit einem Jahr wie die Verrückten versuchen, schwanger zu werden, und es klappt einfach nicht. Jeder macht sich für sich seine Gedanken, woran kann es denn liegen? Liegt es an mir? Muss ich was tun? Warum werden wir nicht schwanger? Warum klappt es einfach nicht? Und schon ist das Kopfkino aktiv und der Stress ist da. Dann kann es auch mal sein, dass das Ding hier überschießt. Also dass hier viel zu viele Stresshormone produziert werden. Oder es kann sein, dass die Nebenniere hier sich genau umdreht. Also dass es morgens ganz niedrig ist, morgens geht es einfach nicht hoch und zum Abend hin wird es immer höher. Und das sind dann die Menschen, die dann nachts im Bett liegen und nicht schlafen können und die Nacht zum Tage machen, obwohl sie vorher vielleicht gar keine Eulen waren, sondern eher zu den Lerchen gezählt haben. Und so sieht jetzt eine Nebennierentestung aus. Also ich mache 2 Werte, wenn jemand abends nicht schlafen kann, also dann mache ich noch den Abendwert mit dazu. Oder wenn jemand nachts häufig wach wird und dann stundenlang wach liegt, dann mache ich auch mal den Nachtwert mit oder messe dann auch das Melatonin in der Nacht noch mit. Aber das sind so der Standard, das ist auch nicht allzu teuer und das ist auch schon meistens sehr, sehr aussagekräftig. Das heißt, der Morgenwert, also eine Stunde nach dem Aufwachen, sollte 6 bis 14,6 betragen. Die arme Frau hier hat gerade mal 5,4, also das heißt, sie hat noch nicht mal auf die 6 geschafft. Der Morgenwert, der Vormittagswert, der ist dann 3 bis 4 Stunden nach dem Aufwachen, also nach dem ersten Wert, der sollte zwischen 5 und 11 liegen. Und da hat die von ihrem bisschen, das sie morgens noch hatte, hat sie da auch schon die Hälfte abgegeben, mehr als die Hälfte. Und da ist nicht mehr allzu viel da. Also das heißt, wenn ihr hier zwischen 5 und 11 sein solltet, eher in die Richtung 11, dann ist es mit 2,3 schon verdammt, verdammt wenig. Also das heißt, hier ist eine Nebennierenrinden-Thematik definitiv vorhanden. Und da, das gucken wir nachher an, sehen wir dann mal, wie das denn zustande kommen kann. Also was kann denn die Nebennieren so schwächen, dass die nicht mehr in der Lage sind, entsprechend Cortisol zu produzieren? Kann natürlich über den Schlafmangel kommen. Also wenn man eben im Kinderwunsch eher nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Neugeborenes zu Hause hat, das die ganze Nacht weint, dann kommt man nicht zum Schlafen, oder wenn man an einer befahrenen Straße wohnt oder die Laterne die ganze Nacht reinleuchtet, dass man einfach nicht, oder der Partner schnarcht, das kann ja auch häufig dann zu einem Schlafmangel führen, dass die Nebenniere in der Nacht einfach nicht ausreichend Cortisol produzieren kann und dann entsprechend geschwächt ist. Viel Industriezucker, viel Weißmehl, viel Fastfood, also viel ungesunde Ernährung bedeuten auch körperlichen Stress. Und körperlicher Stress, der sich vielleicht für uns jetzt gar nicht so bemerkbar macht als Stress, aber für den Körper trotz allem Stress bedeutet, nämlich nitrosativen Stress, weil wir hier natürlich auch ganz viele Gifte mit aufnehmen über diese ungute Ernährung. Und in dem Moment, wo der Körper gestresst ist, es dann eben auch die Nebenniere wieder schwächen kann. Manchmal fühlen wir uns machtlos, einer Situation ausgesetzt.
die dann auch eventuell über einen längeren Zeitraum gehen kann, was uns dann auch wieder an die Nebennieren geht. Wenn wir perfektionistisch sind, also alles ganz genau immer machen möchten und uns da dann auch in was reinrennen. Allergien und Unverträglichkeiten, also eine Glutensensitivität zum Beispiel, die man vielleicht gar nicht weiß. Man aber merkt, dass man immer müde ist, dass man nicht so richtig in die Gänge kommt, dass alles ein bisschen schwerer geht, können ebenfalls die Nebennieren schwächen. Chronische Erkrankungen jedweder Art. Hier haben wir wieder unsere Umweltgifte, also Chemikalien, aber auch Pestizide, also gerade Glyphosat, verseuchtes Obst und Gemüse, das wir zu uns nehmen, kann auch den Körper dahingehend stressen, dass die Nebennieren geschwächt werden. Prüfungsstress, was jetzt vielleicht viele Heilpraktiker, die jetzt die Prüfung gemacht haben oder vor der Prüfung stehen, oder auch Abitur, Realschulabschluss, egal welcher Prüfungsstress damit gemeint ist, man ist ja eine längere Zeit da dann in einer Stresssituation, was dann auch eine erhöhte Produktion von Cortisol bedeutet. Wenn man dazu neigt, keine Pausen zu machen, also das heißt, man geht morgens aus dem Haus, geht zur Arbeit, die Mittagspause wird neben dem Rechner gemacht, man isst dann nebenher, weil noch so viele Mails zu beantworten sind oder ein wichtiger Auftrag fertigzustellen ist oder was auch immer. Also das heißt, man sorgt nicht für Pausen zwischendrin. Jedwede Form von emotionalen und mentalen Stress, und dem sind wir ja heutzutage auch häufig ausgesetzt, Ängste und Traumata, ein Schleudertrauma bei einem Unfall zum Beispiel, wenn man finanzielle Probleme und Sorgen hat, aber auch der Tod von einem Familienangehörigen, Freund, Beziehungskonflikte, wenn der Partner einen verlassen hat, Kinderwunsch auch nicht unbedingt positiv ist, aber was man vielleicht mal im Laufe seines Lebens hatte oder den Arbeitsplatz verloren hat oder Mobbing am Arbeitsplatz erlebt hat oder. Also das heißt, ja, wir alle haben in unserer Jugend und Kindheit die ein oder andere Sünde begangen und uns vielleicht nicht ganz so gesund ernährt, haben vielleicht die Nacht zum Tage gemacht, Party gemacht, Alkohol genommen, vielleicht die ein oder andere Droge noch genommen und. Und das sorgt eben alles dann dafür, dass unsere Nebennieren immer ein bisschen mehr geschwächt werden. Und wenn wir dann nicht dafür sorgen, dass die Nebennieren sich wieder erholen können, sondern wir kommen dann von einem ins nächste, wir kommen vom Prüfungsstress, fangen wir dann an zu feiern, weil wir die Prüfung bestanden haben, ernähren uns total ungesund, haben wir vorher vielleicht schon gemacht, da gab es dann nur die Tiefkühlpizza und die Tafel Schokolade für den Stress beim Lernen. Dann kommen wir vielleicht direkt nach der Prüfung in den Job, fangen da an zu arbeiten, haben ohne Ende Stress, arbeiten bis tief in die Nacht hinein, weil wir uns beweisen wollen. Dann verlässt uns unser Partner, dann stirbt vielleicht noch der Lieblingsopa. Und so kommt eins zum anderen. Und dann kann es nachher eine Lappalie sein, die dann dafür sorgt, dass es dann zu einem Fast-Burnout kommt. Also das ist dann das, was häufig auch als Erschöpfungsdepression oder als Burnout schulmedizinisch diagnostiziert wird. Und dann bricht alles zusammen. Dann kommt man morgens nicht mehr aus dem Bett, es geht gar nichts mehr voran. Und da dann ein Kind zu zeugen in so einer Situation, wo man müde ist, also das heißt, man ist morgens, man kommt einfach nicht aus dem Bett raus. Man hat das Gefühl, als ob einem jemand einen Hammer auf den Kopf geschlagen hat, obwohl man vielleicht 10 Stunden geschlafen hat, aber man kommt einfach nicht in die Kraft rein. Das, was man immer schon gut mit links geschafft hat, das erfordert plötzlich ganz große Kraft. Alles ist wahnsinnig anstrengend. Also man hat das Gefühl, boah, morgens, wie schaffe ich denn jetzt bloß den Tag? Das kriege ich hier alles nicht rum. Am liebsten würde ich mich nochmal umdrehen und weiter schlafen und gar nicht mehr aufstehen. Mit Stress kann man auch nicht mehr gut umgehen. Also das heißt, gerade im Kinderwunsch dann mit dem Stress jetzt auf Teufel und komm raus, schwanger zu werden, schafft man einfach nicht mehr. Also man weint dann auch viel. Unter Druck fängt man dann schneller an zu zittern. Man kann sich nichts mehr merken und sich auch nicht mehr so gut konzentrieren. Ganz häufig findet man auch dieses Energieloch zwischen 15 und 17 Uhr oder schon am Vormittag. Viele nehmen auch zu, vor allen Dingen um den Bauch rum und schaffen es ganz, ganz schwer wieder abzunehmen. Also das heißt, da wird eine Pizza angeguckt und schwupps sind 3 Kilo drauf. Dann auch diese depressiven Episoden. Trockene und dünne Haut, also das alles ganz empfindlich.
Es kann zu einem Herzklopfen kommen, also dass man sein Herz selber klopfen spürt, und auch zu Durchfall und Verstopfung. Das sind so die typischen Symptome einer Nebennierenerschöpfung, die man dann unbedingt beheben sollte, wenn man schwanger werden möchte, aber auch wenn man den Kinderwunsch vielleicht schon hinter sich gebracht hat und trotzdem wieder fit werden möchte und wieder ein bisschen ja, am Leben teilhaben möchte. Es gibt die medikamentöse Nebennierentherapie, es gibt aber auch die Ordnungstherapie, mit der man die Nebennieren dann wieder in Schwung bekommen kann. Also das heißt erstmal alles eliminieren, was einem Energie raubt, egal ob es der Chef ist, den eliminiert man natürlich ein bisschen schwerer, oder ob es irgendwelche anderen Dinge sind, die einem Energie rauben, da dann eventuell Übungen ins Leben integrieren, die einem die Abgrenzung erleichtern, also wo man sich dann einfach besser abgrenzen kann, sodass dann diese Energieräuber eben keine Energie mehr rauben, sondern einen ja, in Ruhe lassen, einen, die einem dann egal sind. Dann habt ihr ja auch gesehen, wie wichtig der Schlaf ist für die Nebenniere. Also das heißt, die Schlafhygiene ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man im Dunkeln schläft, dass man frische Luft hat, dass man keinen Elektrosmog am Bett hat, also dass man das Handy außerhalb des Schlafzimmers aufbewahrt, dass man das iPad dann auch nicht im Schlafzimmer aufbewahrt, auch keinen Fernseher, also der ganze Elektrosmog, dass man den vermeidet, dass man in der Nacht das WLAN ausschaltet. Das alles bedeutet für den Körper Stress und sorgt dafür, dass wir dann einfach morgens nicht ausreichend Cortisol zur Verfügung haben, um unseren Tag hinzukriegen. Dann sollte man Entspannungsübungen machen, Yoga, Pilates, Tai Chi, Qigong, spazieren gehen an der frischen Luft, sich einfach mal an das Ufer eines Sees setzen und den Enten zugucken, wie sie auf dem See rumschwimmen oder die Seerosen bewundern. Einfach mal nichts machen, sich Pausen gönnen vor allen Dingen, eventuell Meditation einführen, dass man sagt, okay, ich jeden Morgen, bevor ich aus dem Haus gehe, mache ich erstmal meine 5-Minuten-Meditation. Oder es gibt ja mittlerweile auch ganz tolle Apps, wo man dann zwischendrin, dass man sich sagt, okay, ich mache jetzt alle 2 bis 3 Stunden auf meiner Arbeit, stelle ich mir die Uhr und mache dann eine Pause, wie die Raucher das auch machen, dass man dann sagt, okay, und dann mache ich meine 7-Minuten-Meditation. Oder ich setze mich einfach raus und gucke ein bisschen in den Himmel oder laufe einmal um den Block, aber einfach, dass man eben nicht dieses dauerhafte Stressgeschehen in seinem Leben hat, sondern dass man immer wieder runterkommen kann, um dann wieder neu anzufangen. Und natürlich bei der Ernährung, dass man nur Lebensmittel zu sich nimmt, die eben auch ja, dem Leben dienen und nicht die einen müde und krank machen und einem Energie rauben, sondern da eben darauf achten, dass man sich biologisch ernährt und eben ja, keine Weißmehl- und Zuckerprodukte zu sich nimmt. Was hat das jetzt alles mit dem Kinderwunsch zu tun? Jetzt kommen wir auf die Folie hier. Hier seht ihr jetzt den Hormonsyntheseweg unserer Sexualhormone, aber auch des Cortisols. Und hier mittendrin ist Cortisol. Und wenn wir jetzt gestresst sind und die Nebennierenrinde hier wie eine Bekloppte versucht, Cortisol zu produzieren, weil Cortisol als Stresshormon für unser Überleben sehr, sehr wichtig ist, dann klaut sich die Nebennierenrinde hier das Progesteron, manchmal sogar hier das Pregnenolon, also nochmal eine Vorstufe, das nennt man dann Progesteron oder Pregnenolon-Stealing, weil natürlich für unser Überleben es viel, viel wichtiger ist, dass wir eben genügend Cortisol haben, um eventuell vor dem Säbelzahntiger fliehen zu können oder um einer Hungersnot standzuhalten. Und viel unwichtiger ist es, dass wir genug Progesteron haben. Wir haben vorhin gesehen, Progesteron als Wohlfühlhormon, als Schwangerschaftshormon. Wenn wir hier Stress haben, dann haben wir keine Zeit, schwanger zu werden. Also das heißt, hier nochmal ganz, ganz wichtig, eben nach dem Cortisol zu schauen und das Cortisol in Ordnung zu bringen, damit hier alle anderen Reihen gut gefüllt sind. Und hier seht ihr auch, beim Mann ist es sehr, sehr wichtig, also dass auch hier ausreichend Testosteron produziert werden kann und auch die Östrogene.
entsprechend produziert werden können. Und wenn jetzt das Cortisol hier oben schon anfängt, Pregnenolon zu stehlen, dann haben wir hier in allen Spalten ein entsprechendes Defizit. Deswegen ist es so wichtig, den Stress zu reduzieren mit der Ordnungstherapie und nach dem Cortisol zu schauen. Die medikamentöse Therapie der Nebennierenrinde, wir haben ganz wunderbare Pflanzen, die genommen werden können. Das sind die sogenannten Adaptogene, die direkt an der Nebennierenrinde wirken. Also da haben wir unter anderem das Ashwagandha, das ist die Schlafbeere, das kommt aus dem Ayurvedischen, die einen Ausgleich, also die jetzt nicht müde macht, wie der Name sagt, sondern die einen Ausgleich schafft, eben auch zwischen Stress und Ruhe, die also sowohl die Nebenniere anregen kann, mehr zu produzieren, als auch dann, wenn sie zu viel produziert hat, dass sie dann ein bisschen runterdimmen kann. Also ein ganz, ganz toller Ausgleich. Dann gibt es die Rhodiola Rosenwurz. Das ist ein sehr, sehr gut untersuchtes Adaptogen. Da könnt ihr mal, wenn ihr gerne Studien lest, auf PubMed schauen und nur Rhodiola eingeben. Also da wurde schon ganz, ganz viel dazu geforscht. Rhodiola kann man dann auch ganz wunderbar nehmen, um eben die Nebenniere sanft anzuschucken. Hier muss man nur aufpassen, wenn man Antidepressiva nimmt, also die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, dann sollte man kein Rhodiola nehmen, weil es dann eben zu einem Serotoninschock kommen kann. Also das heißt dann auch zu Kreislauf, Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Aber wenn ihr keine Antidepressiva bzw. Serotonin-Wiederaufnahmehämmer nehmt, dann wäre Rhodiola auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, die Nebenniere wieder in Schwung zu bringen. Dann gibt es noch unterschiedliche Ginsengs, die genommen werden können. Es gibt unterschiedliche Heilpilze, die genommen werden können. Es gibt von Vala, von Veleda auch Organpräparate, die man sich entweder selber spritzen kann, wenn man das kann, also subkutan, oder wo es auch Globuli gibt, die dann entsprechend die Nebenniere unterstützen. Also es gibt jede Menge ganz, ganz toller Möglichkeiten, die man hier machen kann. Unter anderem braucht die Nebenniere auch viele Mikronährstoffe, Vitamine, kommt aber jetzt gleich noch, da würde ich euch auf die Nährstoffe vertrösten wollen, die wir jetzt gleich machen. Als nächstes kann aber auch eine Spermaallergie dazu führen, dass man ungewollt kinderlos bleibt. Eine Spermaallergie habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber es gibt es tatsächlich. Also das heißt, Frauen, die sowieso schon eine Neigung zu Allergien haben, die entweder Neurodermitis, Heuschnupfen oder Nahrungsmittelallergien haben, dass die dann auch allergisch auf das Sperma ihres Partners reagieren können. Das heißt, das macht sich dann auch bemerkbar mit einer Hautrötung oder ja, also wenn Sperma in Kontakt mit der Haut kommt oder mit Jucken, und nach dem Geschlechtsverkehr kann es zu einer Vulvaschwellung kommen und zu einem vaginalen Juckreiz. Und wenn ja die Symptomatik nach dem Geschlechtsverkehr auftritt, sollte man auf jeden Fall mal gucken, ob eventuell eine Spermaallergie vorliegt. Was kann man selber tun? Natürlich, wenn man eine allergische Neigung hat, also wenn man eh weiß, ich bin gegen alles allergisch, was es nur gibt, egal ob das Bienenstiche sind oder ob das Gräser sind, Pollen sind oder Nahrungsmittel sind, dann als allererstes eine Darmsanierung machen. Haben wir sie schon wieder, hatten wir vorhin auch schon. Also das heißt, wenn unser Darm stabil und gesund ist, dann senkt das Ganze die Allergiebereitschaft. Also Darmsanierung ist sowieso immer angesagt, wenn jemand eine Allergie hat, weil man dadurch die Möglichkeit hat, dass die Allergie dann verschwindet. Natürlich auch toxische Belastungen, also eventuell eine Schwermetallausleitung machen oder einfach mal so eine Entgiftungskur mit den entsprechenden Drainagemitteln für die Leber, für die Niere, für die Lymphe. Und auch hier wieder den Mineralstoffhaushalt optimieren. Je besser unser Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen aufgefüllt ist, umso mehr
können wir die Allergiebereitschaft senken. Und hier ganz wichtige Faktoren sind auch Zink und Vitamin C, dass wir hier gut aufgestellt sind. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie man denn eine Spermaallergie feststellen lassen kann. Das kann man zum Beispiel mit einem Postkoitaltest machen. Also ist dieser Name noch. Also es heißt, ein Test, der nach dem Geschlechtsverkehr über den Frauenarzt gemacht wird. Funktionieren tut das Ganze wie folgt. Man hat kurz vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr. Das kann man messen über diese LH-Sticks, auf die dann draufgepinkelt wird. Und dann sieht man, ah, LH steigt an, ich bin kurz vor dem Eisprung. Dann sollte man, also es gibt, entweder man macht abends Geschlechtsverkehr, besser ist es aber noch, man macht morgens oder hat morgens Verkehr, geht dann im Anschluss zum Frauenarzt und lässt sich dort gynäkologisch untersuchen. Und da wird jetzt an unterschiedlichen Stellen werden Sekretproben entnommen. Und wenn jetzt einige Stunden nach dem Verkehr noch genügend oder noch ordentlich bewegliche Spermien vorhanden sind, das kann der ja unter dem Mikroskop dann feststellen, dann bestehen keine immunologischen Probleme, weder auf der männlichen noch auf der weiblichen Seite. Aber wenn jetzt nur noch unbewegliche Spermien auffindbar sind, dann kann es unterschiedliche Ursachen haben, also entweder eine Spermareifungsstörung, dass die Spermien einfach nicht ordentlich ausgewachsen sind. Es kann ein gestörtes Scheidenmilieu vorliegen, also dass der pH-Wert nicht gut ist oder dass die Flora nicht in Ordnung ist oder eben eine Spermaallergie, also dass die Spermien direkt vom Immunsystem platt gemacht werden, weil man eben eine Allergie dagegen hat und das Immunsystem denkt, da kommt was, das will uns nichts Gutes. Und in jedem Fall sollte man aber dann hier ein Spermiogramm anfertigen lassen, um eben diese Spermareifungsstörung dann ausschließen zu können. So, also ich galoppiere hier heute ganz schön durch. Die Nährstoffmängel. Die haben wir ja vorhin schon gehabt bei der Nebenniere, wo die Nährstoffe eben sehr, sehr wichtig sind, dass wir genügend haben. Aber Nährstoffe sind auch natürlich für die Eizellreifung wichtig und beim Mann vor allen Dingen auch für die Spermabildung. Also das heißt, der Mann braucht L-Carnitin für die Spermien und er braucht Selen für die Spermien. Das ist schon mal die beste Nahrung, damit sich gute und schnelle Spermien bilden können. Und da haben wir dann hier schon mal an den Nährstoffen ganz ordentlich was gedreht. Für die Nebenniere brauchen wir Vitamin C, wir brauchen die B-Vitamine, wir brauchen Magnesium, wir brauchen Zink. Also wir sollten hier dann auch wirklich gut aufgestellt sein. Und für beide gleichermaßen sollte auch der Vitamin D-Spiegel in einer gesunden Norm sein. Hier seht ihr noch, ich mache immer die Vollblut-Mineralanalysen. Also hier im Vollblut haben wir ja sowohl die Blutzellen als auch den flüssigen Anteil. Und wenn wir dann mal sehen, wie viel von den einzelnen Mikronährstoffen jetzt nur im Serum sind, da ist dann natürlich immer doof, wenn man zum Beispiel jetzt Eisen abnehmen lässt oder Zink messen lässt und man lässt es nur im Serum messen. Da sehen wir dann nur 10% des im Körper vorhandenen Zinks befindet sich nur im Serum. Von daher ist es immer wichtig, eine Vollblut-Mineralanalyse zu machen und dann das Ganze nach Möglichkeit auch noch runterbrechen zu lassen auf den Hämatokrit. Also das heißt, wie viel befindet sich denn eben nachher dann, wenn man den Hämatokrit, also das Verhältnis zwischen Blutzellen und Plasma, ist der Hämatokritwert, wie viele Zellen haben wir denn und was macht es dann nachher für die einzelne Zelle aus? Was kommt denn tatsächlich in der Zelle an? Und hier habe ich jetzt ein Beispiel mitgebracht von einer Patientin, die hatte also Zink, hat man hier im Vollblut im Normbereich gesehen, Selen auch im Normbereich und Hämatokrit korreliert, hat es jetzt angezeigt, Selen ist grenzwertig erhöht, also hier ist im oberen Bereich und was man hier im Zink jetzt als super Mittelwert sehen würde,
hat das Labor jetzt aufgrund des Hämatokrit-Wertes, das natürlich auch gemessen hat, war aber die Seite vorher, hat es das Ganze jetzt auf niedrig normal, also das heißt, Zink sollte noch zugeführt werden, um hier dann auch wirklich einen optimalen Zinkspiegel erreicht zu haben. Das Vitamin D, also er hat ordentlich Vitamin D genommen, die Patientin, das ist jetzt sehr, sehr erhöht gewesen. Da haben wir jetzt gesagt, also die braucht jetzt vorerst mal gar kein Vitamin D mehr. Und da machen wir dann ein halbes Jahr später nochmal eine engmaschige Kontrolle, um zu sehen, ob das Vitamin D denn auch wirklich runtergegangen ist, weil ein zu hoher Vitamin D-Spiegel natürlich auch die Nieren massiv belasten kann und auch für die Knochen nicht optimal ist. Und hier sieht man den kritisch hohen Bereich über 250. Also ja, da sollte sie auf jeden Fall, da braucht sie kein Vitamin D mehr einnehmen, um hier auf einen guten Spiegel zu kommen. Deswegen ist immer sehr, sehr wichtig, also man hört zu Vitamin D ja so viel Unterschiedliches, also die einen sagen 1000 IE am Tag reichen, wieder andere sagen 10.000 IE am Tag müssen sein, dann sagt der eine, es soll mit Magnesium genommen werden, der andere sagt mit K2 soll es genommen werden, also es ist sehr, sehr schwierig für sich da seinen Weg zu finden, was ist denn jetzt tatsächlich richtig. Ich messe daher immer ganz gern, um dann einfach zu schauen, wie sieht es denn mit dem Vitamin D aus, wie sieht es eventuell mit dem Vitamin K aus, wie sieht es eventuell mit dem Magnesium aus, um dann entsprechend aufzufüllen und dann auch natürlich immer entsprechend des Menschen aufzufüllen. Also wenn wir eine ganz zarte 50 Kilo Frau haben, braucht die natürlich eine ganz andere Dosierung als jetzt jemand mit 100 Kilo, also der doppelt so viel wiegt. Dann braucht. Der braucht natürlich viel, viel mehr als die zarte, kleine 50-Kilo-Frau. Also das muss man dann beim Vitamin D eben immer berücksichtigen. Aminosäuren, also ich habe ja vorhin gesagt, beim Mann ist das L-Carnitin für die Spermabildung noch sehr wichtig. Auch das kann man messen. Und man kann dann auch Präparate geben, wo eben reine L-Carnitin-Präparate sind oder Präparate, wo Carnitin mit enthalten ist. Da gibt es ja dann unterschiedliche Firmen, die dann auch für den Mann entsprechende Mikronährstoffe herstellen, wo dann schon alles in einer bestimmten Dosierung drin ist. Seid ihr eigentlich noch alle da? Ich rede und rede und höre und sehe nichts von euch. Ja, wir sind da. So. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, zu den Durchblutungsstörungen im Becken. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wir sitzen den ganzen Tag vor unserem Rechner oder an unserem Schreibtisch, wenn wir am Lernen sind, und haben so gut wie kaum noch Bewegung, sodass auch ordentlich Blut durch unser Becken fließen kann und wir dann hier auch ja, ein schönes, gewärmtes Becken für das Ei haben, das wir ja dann austragen möchten. Was können wir da machen? Also ich biete die therapeutische Frauenmassage an. Es gibt aber auch die Osteopathie. Es gibt Fruchtbarkeitsmassagen. Kann man sich auch gerne vom Mann zu Hause machen lassen. Also dass einfach dann das Becken entsprechend gewärmt wird und durch die ätherischen Öle, die damit verwendet werden und durch die Streichungen dann, dass da dann zum einen Kongestionen, also Verklebungen gelöst werden, dass die Drainagekanäle geöffnet werden, sodass dann auch die Lymphe gut fließen kann, dass Giftstoffe abfließen können. Und ganz, ganz wichtig, es bringt den Körper wieder auf eine gute Temperatur. Und wenn ihr, also ich habe schon ein paar Frauen vor mir sitzen gehabt, die dann hier oben am Kopf heiß waren ohne Ende, also wo dann wirklich die ganze Energie hier oben am Kopfbereich sitzt. Und wenn man dann ans Becken gekommen ist, waren die eiskalt. Also der Becken, das war ja wie ein Kühlschrank. Und da geht es dann eben bei der therapeutischen Frauenmassage oder TFM, wie sie abgekürzt heißt, geht es dann auch darum, die Energie aus dem Kopf nach unten ins Becken zu leiten. Also das heißt, die Hitze aus dem Kopfbereich zu nehmen und mal das Denken auch an zweite Stelle zu stellen und dafür dann aber die Energie und die Wärme ins Becken zu bringen, damit dann einfach ja, da dann auch was passieren kann. Weil im Kopf wird man in der Regel nicht schwanger. Da brauchst du dann ein schönes Becken. Ein schönes, warmes Becken. Und
Diese therapeutische Frauenmassage, die könnt ihr hier, bei der Claudia Pfeiffer habe ich sie gelernt, in Saarbrücken. Die bildet Therapeuten aus. Ich glaube, sie hat auch Laienangebote, also für Nicht-Therapeuten. Da könnt ihr euch mal auf der therapeutischen Frauenmassage-Seite ein bisschen kundig machen, was es da alles für tolle Sachen gibt. Also eine ganz, ganz tolle Massage, wo wirklich alles beachtet wird. Also wo auch, es gibt dann auch Einheiten für die Schilddrüse, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, was ja auch wieder, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, aber was ja auch wieder dann beim Kinderwunsch sehr, sehr wichtig ist. Es wird die Bauchspeicheldrüse mit betrachtet, wenn man eine allgemeine Drüsenschwäche hat zum Beispiel, ist die Bauchspeicheldrüse nochmal ganz wichtig. Es gibt ja kurz vorm Eisprung, damit die Libido ein bisschen gesteigert wird, gibt es dann auch noch so ein paar Punkte, die man mitmassieren kann, damit, wenn die Frauen heimkommen, sie dann über die Männer herfallen. Ja, es gibt also ganz, ganz unterschiedliche Griffe, die man bei der therapeutischen Frauenmassage anwenden kann. Und es ist eine wunderschöne, ganz, ganz sanfte Massage. Also da wird nicht reingedrückt wie wild, sondern es sind wirklich Streichungen, die, ja, die beruhigen, die die Nebenniere auch wieder anwerfen können, die entstressend wirkt und wo einfach eine, ja, wunderschöne Atmosphäre dann auch herrscht und eben, ja, der Körper auf eine Schwangerschaft ganz toll vorbereitet werden kann. Und das dann auch, ja, die Massage kann man auch machen, wenn, wenn man in der Reproduktion, also wenn man in der Kinderwunschbehandlung sich befindet, um dann einfach, ja, die Gebärmutter darauf vorzubereiten, wenn eine künstliche Befruchtung stattfindet oder dann auch nachher, dass das Ei sich dann auch einnistet, also dass es dann auch wirklich zu einer Schwangerschaft kommt durch die Kinderwunschbehandlung. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die Osteopathie bildet hier auch nochmal schöne Möglichkeiten, das Becken zu erwärmen. Und mit Sicherheit gibt es noch ganz viele andere Dinge, die da auch eingesetzt werden können, um ein bisschen, ja, Wärme ins Becken zu bringen. Yoga zum Beispiel, also da gibt es ja dann auch nochmal die speziellen Yoga-Übungen, wo man das Becken klopft, wo, ja, wo man einfach die Durchblutung fördert im Becken. So, die Umweltbelastungen, die hatten wir ja auch schon. Hier gibt es eben unterschiedliche Problemstoffe, die zur Unfruchtbarkeit führen können. Also hatten wir ja schon diese Hormonabbauprodukte über unser Leitungswasser zum Beispiel, diese Phthalate, Kunststoffweichmacher, wo wir diese weichen Plastikflaschen haben, Pestizide auf unserer Nahrung, die ebenfalls hormonartig wirken können und die Schwermetallbelastung mit dem Quecksilber, auch das ist ja, wenn wir ein bisschen Fisch essen oder Akupunktur, genau, Birgit, wärmt auch wunderbar das Becken. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man da dann eben machen kann, um, ja, wieder ein bisschen Energie reinzubringen. Auch die Chakra-Therapie, da mache ich gerade eine Ausbildung, da bin ich aber noch nicht so weit. Da kann man auch dann eben die entsprechenden Chakren aktivieren und über die Therapie dann auch sehen, was, ja, wo hängt es eventuell? Also wenn das Chakra nicht in der Farbe schwingt, wo es eigentlich schwingen sollte. Aber das kann ich dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr erzählen, dann habe ich hoffentlich die Ausbildung fertig. Quecksilber, wie gesagt, bei Schwermetallbelastungen und da haben wir auch ganz tolle Möglichkeiten. Da ist auch an der Thalamusschule die Beate Graf, die auch immer wieder hier in den Frühjahrs-Herbsttagen Vorträge hält zur Schwermetallausleitung. Da könnt ihr mal gucken. Ich glaube, die gibt es auch auf YouTube und da ist sie drauf spezialisiert. Ich nur am Rande. Das heißt, bei den Schwermetallen gibt es die sogenannten Drainagemittel, um eben die Entgiftungsorgane wie Leber, Niere, Darm, Lymphe zu aktivieren, dass eben alles besser ausgeschieden werden kann. Und ich orientiere mich bei der Ausleitung der Schwermetalle ganz gern am Dietrich Klinghardt. Vielleicht kennt ihr den. Er ist mittlerweile in den USA ein Arzt, war früher in Freiburg, ein Umweltmediziner, der mit Bärlauch, Chlorella und Korianderkraut arbeitet. Und da könnt ihr auch mal im Internet schauen, da gibt es die unterschiedlichsten Ausleitungskonzepte, die man dann machen kann. Aber ja, ich denke mal, vor allem
Na gut, meine Generation will jetzt auch keine Kinder mehr. Aber gerade das Amalgam im Mund, was wir ja früher alle drin hatten und heute hoffentlich nicht mehr drin haben, da sollte man auf jeden Fall auch immer so eine Schwermetallausleitung dann mal machen für ein paar Wochen. Stinkt wie die Sau, ich habe das auch zu Hause, also das Bärlauch, das sind so Tropfen, also die gibt es alle hochkonzentriert, schon fertig zu kaufen. Und die Tropfen, die stehen bei mir im Küchenschrank und jedes Mal, wenn ich den aufmache, dann kommt mir eine Bärlauchwolke entgegen. Also das riecht schon ziemlich intensiv. Und das Bärlauch dann morgens vor dem Frühstück nüchtern in Tropfenform zu nehmen, ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Aber es geht alles. Also ich habe das gerade hier, ich mache momentan die Kur. Ah, die nach dem Klingert, genau. Und es riecht schon ganz schön spannend, gell? Ja, da gibt es ja auch noch die Kapseln dazu. Kann man sich als Heilpraktiker, als Muster auch anfordern. Von welcher Firma hast du es? Hm? Welche Firma ist das? Nestmann. Nestmann, schreibe ich mir mal auf, weil ich habe meine von einer anderen Firma. Da kann man sich Muster von anfordern? Ja, das gibt Bärlauch und auch das Korianderkraut. Und sogar das Chlorella auch. Mhm. Also da gibt es alles. Sehr gut. Und wie lange machst du es schon? Also ich mache das immer wieder und sehr gerne. Also ich bin jetzt auch schon in den Wechseljahren und ich hatte sehr viel Amalgam und habe das aber schon vor über 30 Jahren noch vor meinen Kindern rausgekriegt. Und ich habe aber immer noch die Schatten unter den Augen und bei mir wurde das damals falsch rausgebohrt. Also das gab es damals noch nicht mit Kofferdamm und ich hatte alles auf einmal rausmachen lassen und ich hatte damals auch eine schwere Atemdepression. Die hat also 3 Monate angehalten und bei mir ist das alles in den Lungen und ich mache eigentlich jedes Jahr diese Kur und jedes Jahr Phönix. Ja. Also, und ich kriege sehr schöne weiße Haare von dem Bärlauch. Das ist wunderbar für meine Lungen. Also ich liebe die TCM und ich liebe dieses Bärlauch. Also ja, Bärlauch ist für mich jetzt, ich finde es nicht ganz so lecker. Ja, obwohl ich Bärlauch liebe. Also. Aber es ist halt der Schwefel, aber was soll's. Ich meine, es tut mir gut. Also ich hab mal mit Wegwarte das nach der Madalski versucht auszuleiten. Und da hat sich bei mir an den Augen noch mal eine Stelle gebildet, wo sich das eine dünne Stelle in der Haut und da sieht man das total durch. Und die wird aber, wenn ich dieses Bärlau nehme, immer besser. Also und ich bin auch mit der Lungenatemkapazität dann höher. Also es tut mir einfach wunderbar. Ja, sollte auch jeder gemacht haben mal. Also der Schwefel, mein Gott, dann muss man halt die Nase. Ja, aber es ist auch, ich finde auch, also ganz, ganz wichtig, nicht nur für uns Amalgamkinder, sondern auch ja, für jeden, weil wir einfach mit wahnsinnig vielen Schwermetallen immer noch in Verbindung kommen, die jetzt hier bei dem Fall jetzt auch die Fruchtbarkeit entsprechend hemmen können. Ja gut, das ist bei mir nicht. Wir sind drüber raus. Wir brauchen ja, also ich war immer gleich schwanger. Also das hat es gar nicht. Ja, viele werden es auch natürlich trotz massiver Schwermetallbelastung. Also, aber ja, wir gucken natürlich, dass wir wirklich jedes Steinchen, das im Wege liegt für das Schwangerwerden, dass wir das alles dann aus dem Weg räumen. Hopsa. Eine ganz, ganz tolle Sache, die ich euch jetzt in den letzten 3 Minuten noch ans Herz legen möchte. Ihr kennt vielleicht Miranda Gray, eine Australierin, die 4-mal im Jahr ein Womb Blessing anbietet. Das ist ein weltweites Event, wo zum Vollmond, und zwar morgen findet es wieder statt, am 20. Oktober, die Gebärmütter aller weiblichen Wesen gesegnet werden. Das sind wunderschöne Meditationen, die sie anbietet. Also auch für meinen Frauen, meinen ja, Kinderwunschfrauen lege ich das immer sehr ans Herz, sich da anzumelden. Hier über diesen Link könnt ihr euch anmelden, wombblessing.com/de. Also ihr seht, hier sind alle Herren Länder vertreten und man kriegt dann die Uhrzeit, zu der man dann die Meditation machen kann. Man bekommt dann diese Meditation auch als PDF zugeschickt. Und sie wird aber auch
in Englisch ist die dann, wird sie dann auch gemacht. Also wunderschön. Und ich denke, auch gerade um die weibliche Kraft zu stärken, jetzt in den Zeiten einfach ein ganz wichtiger Impuls, um alle unsere Schöpferkraft der Gebärmutter zu stärken. Das wäre dann nochmal was, ja, was ganz außerhalb der Hormontherapie und dieses ganzen körperlichen Befindens dann gemacht werden kann, wo man dann ja sich mit allen Frauen dieser Welt verbindet. Männer dürfen natürlich auch mitmachen, um dann die Schöpferkraft der Welt zu ehren und zu segnen. Ja, mit den Worten, das war auch ein schöner Abschluss jetzt mit der Gebärmuttersegnung, kommt es hoffentlich dazu, dass der Storch den Weg findet und dann dieses Päckchen anliefert. Und hier habe ich noch ein paar Literaturempfehlungen. Also die Birgit hat ja gerade auch schon die Margret Madajski erwähnt. Sie hat ein ganz, ganz tolles Kinderwunschbuch geschrieben mit ganz tollen Rezepten auch, also wo ihr ganz viele Teerezepturen findet, wo ihr Rezepturen findet, wo ihr Urtinkturen machen könnt oder wo ihr Zäpfchen aromatherapeutisch selber machen könnt, wo ihr Einreibungen machen könnt. Also da steht wirklich alles, alles, alles drin. Ganz, ganz tolles Buch. Wenn ihr dann schon ein bisschen älter seid und das Kind trotzdem noch auf euch wartet, dann kann ich die Kyra Kaufmann empfehlen. Die hat ein paar Bücher, ist eine Heilpraktikerkollegin, die ein paar ganz tolle Bücher geschrieben hat über Histamin, über Jod, über die HPU, KPU und eben auch über dieses Elternwerden 40+. Dann die Birgit Zart, auch eine Kollegin, hat auch viel über Kinderwunsch geschrieben. Und dann hier noch das Buch von der therapeutischen Frauenmassage, wo dann auch die Griffe nochmal erklärt sind. So, ich danke euch, dass ihr 1,5 Stunden dabei geblieben seid. Ich habe eine raue Stimme jetzt. Habt ihr denn noch Fragen? Nein? Ihr dürft mich sehr, sehr gerne, wenn ihr Fragen habt zum Vortrag, zum Kinderwunsch allgemein, zu den Hormonen allgemein, hier habt ihr meine Kontaktdaten, also ihr dürft dann sehr gerne entweder eine Mail schreiben oder eine WhatsApp oder mich anrufen oder wie auch immer ihr mit mir in Kontakt treten möchtet. Ich freue mich sehr, wenn ich mein Wissen an euch weitergeben darf und euch dann den ein oder anderen Tipp geben darf. Also zögert nicht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich glaube, ihr seid jetzt auch alle platt. Dann kommen wohl keine Fragen mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ihr Dankeschön. Könnt euch die Präsentation noch angucken. Ja. Also es kommt ja alles auf YouTube dann. Also ihr dürft es ja gerne nochmal angucken. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, meldet ihr euch. Habt einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch.